Heute zweites Video zum Thema Versicherung und Steuern. Thema heute wird sein, welche Versicherung du nicht von der Steuer absetzen kannst und warum das eben auch so ist. Ganz viel Spaß beim Anschauen. Servus Manu bei Versicherungen mit Kopf, erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian, ja, und auch heute bin ich nicht alleine. Ich habe immer noch den Roland hier neben mir von Steuern mit Kopf. Ganz genau, so sieht's aus. Wir haben ja jetzt schon ein Video gemacht zum Thema, wie du deine private Krankenversicherung als Selbstständiger oder auch Beamter zur Steueroptimierung nutzen kannst. Heute haben wir uns das Thema, welche Versicherung du nicht von der Steuer absetzen kannst, mal vorgenommen, denn ich kenne es von ganz, ganz vielen aus meinem Bekanntenkreis, ja, Versicherungen, die kann man ja alle irgendwie von der Steuer absetzen, die gebe ich alle, ach komm, ich muss ja, ach, die haue ich alle hier rein, ne, und dann, ja, das wirkt sich ja irgendwie gar nicht aus und sonst was, und jetzt habe ich da eine Stunde da gesessen und habe diese Versicherung eingetippt in mein, weiß ich nicht, Steuerprogramm oder so, und deswegen wollten wir halt einfach mal sagen, okay, wir sagen euch heute jetzt mal, was ihr euch hier sparen könnt, welche Versicherung du einfach nicht angeben musst, weil sich's steuerlich nicht auswirkt. Und wir haben auch festgestellt, wir sind quasi auch sponsored bei Tommy Hilfiger. Nein, sind wir tatsächlich nicht. Das hat aber letztens schon mal jemand angemerkt. Nein, sind wir wirklich nicht. Das ist ein reiner Zufall, dass wir tatsächlich hier den ähnlichen Pulli haben. Okay, zurück zum Thema. Roland, schieß doch mal los. Welche Versicherung kann man nicht absetzen? Also grundsätzlich haben wir ja im letzten Video schon darüber gesprochen, dass es eben Deckelung gibt bei den Sonderausgaben von 2.800 bzw. 1.900 bei Angestellten. Da ist es ja so, dass man auch unterscheiden muss, ist die Versicherung jetzt Betriebsausgabe oder Werbungskosten bei einer bestimmten Einkunftsart. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich beim ersten sind, bei Mietrechtsschutzversicherung zum Beispiel, wenn du hier im privaten Bereich bist, also für deinen eigenen Mietvertrag, dann kannst du sie nicht von der Steuer absetzen. Hingegen, wenn du zum Beispiel vermietest und da sozusagen eine Versicherung für das Objekt hast, dann wären das wieder Werbungskosten, die dann sozusagen abgezogen werden können. Da ist es grundsätzlich so, alle Rechtsschutzversicherungen können in der Steuer nicht angesetzt werden, sofern sie den privaten Bereich, also sozusagen deinen eigenen Bereich, berühren. Wenn es hingegen Betriebsausgaben sind, dann sieht es da natürlich etwas anders aus. Ja, also das heißt quasi so der Klassiker, was halt viele haben, so Privatrechtsschutz und Verkehrsrechtsschutz. Genau. Kannst du ja sparen, brauchst du nicht angeben. Genau. Und wie gesagt, die sollte man auch nicht aus steuerlichen Gründen abschließen, weil es steuerlich nichts bringt. Ja, richtig. Das ist wohl wahr. Also wenn euch, also vielleicht allgemein so mal als Hinweis, wenn euch jemand erzählt, ja, und Versicherung und ist mega gut und so von der Steuer kannst du es auch noch absetzen, dann hinterfragt das erstmal. Klar, bei manchen geht das wirklich, aber meiner Meinung nach sollte dieser Grund nicht im, also definitiv nicht im Vordergrund stehen, diese steuerliche Absetzbarkeit, weil sowas kann sich ja auch mal ändern, ne? Genau, Steuerrecht. Erstens, das, es kann sich ändern, es ändert sich meistens schneller, als man denkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Auswirkung meistens nicht so hoch ist, wie dann vielleicht sogar die monatlichen oder vierteljährlichen oder jährlichen Zahlungen. Genau. Dass man sagt, dass man hier wirklich einen Steuerspareffekt hat. Richtig. Zum nächsten Punkt dann gleich, die Hausratversicherung. Die Hausratversicherung kann auch nicht von der Steuer abgesetzt werden. Der Grund ist, wie gesagt, auch hier, das betrifft deinen kompletten privaten Bereich, denn ich sage mal so, den Fiskus interessiert es nicht, ob jetzt, sagen wir, dein Fernseher kaputt geht oder dein Fahrrad geklaut wird. Das ist natürlich dann eine andere Thematik. Aber da muss man dazu sagen, auch die Erstattungen, die du dann natürlich von der Versicherung bekommst, sind natürlich dann auch keine steuerpflichtigen Einnahmen. Das ist natürlich auch dann wieder auf der anderen Seite so, weil das Steuergesetz hier so arbeitet, alles, was du nicht absetzen kannst, ist dann natürlich auch keine Einnahme auf der anderen Seite. Und das ist natürlich dann schon relativ von Vorteil, denn wenn du was verloren hast und du müsstest das versteuern, das wäre natürlich auch blöd. Wow, das klingt ja fast fair. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt im deutschen Steuerrecht. Ja. Man lernt nie aus. Ja. Was haben wir noch? Die Kfz-Kasko. Also da muss man natürlich, da hast du jetzt gerade vorher schon mal darauf hingewiesen, es ist so, man muss unterscheiden zwischen der Haftpflicht, dem Haftpflichtanteil und dem Kaskoanteil. Der Haftpflichtanteil kann steuerlich abgesetzt werden, wirkt sich aber auch nur aus, wenn man natürlich zum Beispiel nicht schon mit der Krankenversicherung ja die Höchstbeträge überschritten hat. Der Kaskobetrag ist, wie gesagt, nicht von der Steuer absetzbar. Da
Ist, denke ich, soweit klar. Vielleicht noch ein Hinweis dazu. Das ist ja meistens, also das ist ja nicht getrennt, also man hat ja meistens eine Rechnung. Genau. Ne? Also meine Kfz-Versicherung ist so eine Rechnung, da ist dann halt die Kasko mit dabei und die Haftpflicht. Wie mache ich das dann? Gebe ich das dann einfach komplett an oder muss ich das rausrechnen oder wie? Also da ist es so, die meisten Versicherungen, ich weiß nicht, bei welcher Versicherung du bist, also ich kenne es jetzt von denen, die unsere Mandanten haben, da wird das schon gesondert aufgezeichnet. Da ist dann zwar auf der Rückseite ein gesonderter Betrag oder da steht dann unten in einem kleinen Satz irgendwie drin, in dem Versicherungsbeitrag sind so und so viel Versicherungssteuer enthalten und so hoch ist der Kasko-Anteil. Okay. Und das ist meistens dann irgendwo mit drauf ausgewiesen, weil das musst du ja im Grunde wissen, damit du das richtig eintragen kannst bei der Steuererklärung. Und dementsprechend ist es eigentlich relativ leicht zu ermitteln. Genau. Muss zumindest, also ich hatte bisher noch nie den Fall, dass das sozusagen nicht ausgewiesen drauf stand. Okay, gut. Genau. War einfach nur mal so ein Hinweis, dass man weiß, wo man da nachschauen kann. Genau. Der nächste Punkt wäre dann die private Rentenversicherung. Die wird ja häufig auch mal angedreht, ganz einfach, dass man sagt, ja, man muss im Alter vorsorgen. Da sollte man aber, wie gesagt, auch vorsichtig sein, weil die steuerliche Wirksamkeit ist hier ja nicht so vorteilhaft. Und der Nachteil ist halt natürlich auch, dass sich das, wie gesagt, in den nächsten Jahren, vor allem wenn man sagt, ich bin heute, werde jetzt dann 30 und dementsprechend, wenn ich jetzt sage, in 37 Jahren, wenn ich vielleicht in Rente gehe, wie weiß ich dann, wie das Steuergesetz ist? Das kann sich über diesen Zeitraum so entwickeln. Das heißt, so lange Sachen sollte man definitiv nicht aus steuerlichen Gründen machen, vor allem auch dann nicht, wenn es sich steuerlich nicht auswirkt. Genau, zur privaten Rentenversicherung vielleicht nochmal kurz ein Input, dass man auch weiß, wie man das einordnen kann. Wir haben ja dieses Schichtsystem in Deutschland, erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Private Rentenversicherungen sind in der dritten Schicht. Ne? Die sind halt auch nicht steuerlich gefördert, ne? Anders wie zum Beispiel jetzt eine Riester- oder eine Rürup-Rente, die sind in der zweiten Schicht, das sind diese steuerlich geförderten Modelle, die wiederum kannst du absetzen. Ne? Also, genau. dass man das einfach weiß. Also, wenn du eine Riester-Rente hast oder sowas, natürlich solltest du das dann auch angeben, ne? Sonst bist du da wieder komplett warum es dieses Ding überhaupt gibt, vorbeigeschossen am Ziel. Ne? Da musst du natürlich angeben, die Beiträge hier, damit sich das steuerlich auswirkt. Ja, und dann haben wir noch einen letzten Punkt. Roland, bitte. Und zwar der letzte Punkt ist die Kapitallebensversicherung nach 2005. Früher war es so, da konnte man die Kapitallebensversicherungen von der Steuer absetzen. Das heißt, alle Verträge bis zum 31.12.2004 haben noch eine steuerliche Wirksamkeit. Aber die neuen Verträge eben nicht mehr, weil man hier ganz einfach ja den Riegel vorschieben wollte, weil es ja auch von einigen Versicherern ja etwas Schabernack getrieben wurde mit bestimmten Steuersparmodellen über Kapitallebensversicherungen und Sonstiges. Aber man sollte, wie gesagt, hier also sich eine Kapitallebensversicherung nicht aus den steuerlichen Gründen anschaffen, höchstens, wie gesagt, aus den Gründen, die du natürlich besser beschreiben kannst, wo sie natürlich sowas vielleicht Sinn machen könnte oder nicht. Ja, erst verstehen, Leute. Dann genau. Versichern. Da vielleicht auch nochmal ein kleiner Exkurs. Diese Kapitallebensversicherung, die eben vor dem 01.01.2005 abgeschlossen wurden, wenn du da noch so eine hast, die ist steuerfrei in der Auszahlung. Also musst du keine Steuern drauf zahlen. Gibt es noch ein paar Regularien, die da erfüllt sein müssen, was die Laufzeit angeht und so weiter und so fort. Aber die ist grundsätzlich steuerfrei. Das heißt, wenn du so ein Ding hast und dir irgendjemand mal erzählt, ja, das kündigen wir jetzt raus und hin und her, mach das bloß nicht. Sondern guck dir das erstmal an und wenn das wirklich steuerfrei ist, dann ja, lohnt sich es halt, das Ding zu halten, bis es dann irgendwann ausgezahlt wird. Genau, das wären jetzt die Versicherungen gewesen, die man generell einfach nie ansetzen kann in der Steuer. Und wie gesagt, man kann es im Grunde auch ganz einfach merken. Wenn man jetzt eine Einkunftsart hat, zum Beispiel Vermietung, wo ich am Anfang schon angesprochen habe, dann, wie gesagt, kann sich das natürlich ändern mit den Mietversicherungen zum Beispiel. Mhm. Aber im Grundsatz gilt alles so, alles, was dein Privatvergnügen sozusagen, ja, sag ich mal, versichert, ist sozusagen nicht steuerlich absetzbar. Alles, was aber dazu dient, dass du, sagen wir, in Zukunft mit der, ganz einfach mit der Krankenversicherung oder eben auch mit bestimmten ja, Lebensversicherungen, die halt schon früher abgeschlossen worden sind, da ist es so, dass diese natürlich schon absetzbar sind, weil du natürlich hier dann in Zukunft den Staat entlastest. Und zur anderen Seite ist es natürlich so, dass du natürlich dann hier in der Zukunft, vor allem mit der Rentenversicherung, dem Staat ganz einfach wieder Einnahmen bescherst, denn Rentenversicherungen sind jetzt auch steuerpflichtig. Dementsprechend einfach merken, alles, was wie gesagt rein ist, der Zusatzschutz ist, ist nicht absetzbar. Gut, das war, glaube ich, mal ein ganz interessanter Einblick zu dem Thema, wie ihr natürlich vielleicht jetzt auch schon gemerkt habt. Es ist halt natürlich sehr, sehr komplex, das Steuerthema. Ich habe es im letzten Video auch schon mal erwähnt. Ich selbst habe das zum Beispiel jetzt outgesourced für mich, weil ich mir einfach, ich habe weder die Zeit
noch die Lust, so wie ihr vielleicht auch keine Lust habt, sich euch mit Versicherung auseinanderzusetzen und euch da jemanden sucht, habe ich mir jemanden bei Steuern gesucht. Das ist der Roland. Sein Steuerkanal Steuern mit Kopf unbedingt anschauen, Abo dalassen. Hier könnt ihr ganz, ganz viel lernen. Und wenn ihr hier noch wirklich jemanden braucht, der eure Steuererklärung hier macht oder eure Umsatzsteuervoranmeldung und der ganze Kram, den es da gibt, kann ich euch hier den Roland nur wärmstens empfehlen, seine Kanzlei. Ihr habt auch eine extra E-Mail-Adresse, die wir hier eingerichtet haben, wo ihr noch einen kleinen, ja, Boni, sage ich jetzt mal, bekommt, einen kleinen Rabatt bekommt, einfach an Versicherung mit Kopf at steuerberater-elias.de. Genau, blende ich euch hier auch nochmal ein, könnt ihr euch das einfach mal anschauen, vielleicht ist das was für euch, vielleicht auch nicht. Und ja, das wäre es gewesen von uns. Schreibt uns eure Meinung jetzt hier noch in die Kommentare. Habt ihr vielleicht noch ein Thema, was irgendwie eine Schnittmenge hat von Steuern und Versicherungen, das wir jetzt nicht angesprochen haben? Dann schreibt es in die Kommentare rein. Dann machen wir gerne, denke ich, in der Zukunft nochmal ein Video zu dem Thema. Und ansonsten natürlich Daumen hoch da lassen, Kanal noch abonnieren. Seinen Kanal abonnieren ist danach auch nochmal eingeblendet und verlinkt. Und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns einfach wieder im nächsten Video. Bis dahin. Servus. Servus. Und mach's gut.